Ich bin 98 nach Deutschland gekommen, als Tochter eines streng muslimischen Vaters. Ich bin mit meiner Mutter und meiner kleinen Schwester nach Deutschland gekommen, weil wir aus dem Krieg in Beirut geflüchtet sind. Und dann haben sie uns hier in Berlin in so ein Asylheim gesteckt. Geboren bin ich in Alpacık, bei Fethiye, in einem Dorf in der türkischen Westküste, Anatolien. Meine Großeltern waren Bauern. Ich bin Anfang 90er Jahre nach Berlin gekommen. Mein Papa ist Palästinenser und ich habe mein Leben durch die Arbeit auf die Baustelle finanziert. Jahrgang 76, Südhang, Hindukusch. Ich bin in Kabul, Afghanistan geboren und kurz nach meinem 4. Geburtstag sind meine Eltern mit mir nach Deutschland geflohen, weil die Sowjets in Afghanistan einmarschiert waren. Jedes Mal, wenn ich zum Flughafen fahre und am Flughafen am Schalter stehe, ich verweise mich immer auf die Economy Class, obwohl ich einfach ein Business Class Ticket habe. Geboren wurde ich in Usbekistan, Taschkent. Und dann direkt nach Rostock-Dirkow, das Nazi-Ghetto. In West-Berlin hatten wir dann mit den Einheimischen ein gemeinsames Feindbild, nämlich den Kommunismus. Das hat sich dann zum 11. September 2001 geändert. Bin Laden hatte plötzlich mein engster Buddy zu sein und Al-Qaida wurde zum größten afghanischen Stamm. Auf der Straße war das immer so, dass der Stärkste überlebt. Die Jungs haben immer auf den geblickt, der die meisten Schlägereien gemacht hat. Mit 6 Jahren, 1973, kam ich mit meinen Eltern nach Berlin. Ich kann mich noch an die Einschusslöcher an den Wänden erinnern, aus Kriegszeiten. Das war sehr erschreckend. In der Schule haben sie meiner Mutter gesagt, Emina ist zu dumm fürs Gymnasium. Sie beherrscht ja noch nicht mal die Sprache. Tja, und heute? Heute ist die deutsche Sprache mein Beruf. Vielmehr meine Berufung. Ganz ehrlich, Muskeln, Kraft, das ist schon wichtig. Aber ich zeige euch, wie man das einsetzt. Ich bin Mohammed Lahmet, ich bin 24 Jahre alt und das ist meine Leidenschaft, zu tanzen und diese Akrobatik. Ich bin Bobby Rafik, Autor und Journalist, Ghostwriter für Politik und Comedy und Chefredakteur des Debattenportals der Friedrich-Ebert-Stiftung sagwas.net. Ich bin Emina Binalia, arbeite als Schauspielerin, Redakteurin und Mediencoach. Ich bringe den Leuten bei, ihre Worte vor der Kamera zu finden. Ich bin Ulka Radziwill. Kind einer sozialdemokratischen Großfamilie. Heute sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus und Bundestagskandidatin für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich heiße Nisa Maruf. Ich habe in Berlin Medizin studiert. Ich arbeite in Berlin für einen großen Gesundheitsunternehmer. Ich arbeite für Vivantes Krankenhauskette. Ich bin mit einer internationalen Theatergruppe von Sarajevo bis nach Dänemark. Dort haben wir in Kopenhagen vor einer dänischen Königin einen Auftritt gehabt. Das war einfach super. Ich bin mit einem deutschen Protestanten verheiratet. Ich bin Muslima. Hallo Klaus. Ich lebe Multikulti und diese Stadt ist Multikulti. Ich will die Jugendlichen von der Straße holen und ihnen zeigen, dass Kraft und Stärke auf die Bühne gehört. Und das ist mein Ziel. Das will ich den Jugendlichen mitgeben. Mein großer Traum ist es, zwischen Jugendlichen zu vermitteln. Unabhängig vom Aussehen, Ansichten, Religion. Denn mein Vater ist Moslem, meine Mutter Jüdin. Und ich bin ein Hippie-Kind. Wenn ich heute so rumlaufe, mit meiner Arbeitsklamotten, werde ich immer noch schräg angeschaut. Im Restaurant, beim Einkaufen, im Flughafen, Passkontrolle. Und das Beste kommt. Die Fragen, woher kommst du, was machst du, willst du bei uns bleiben, gefällst du bei uns in Deutschland? Und gleich per du. Und der Schärfste kommt jetzt. Die Frage, wann willst du endlich mal nach Hause zurückkehren? Ich sage immer, wie jeden Abend, zurück nach Hause zu meiner Frau. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Begriffe wie Integrationsdebatte zum Unwort des Jahres gekürt werden können und dass für Menschen wie wir hier mit unserem Namen und unserem Aussehen es zu einer Selbstverständlichkeit wird, als Teil dieses Landes betrachtet zu werden und dass keiner Fragen nach dem Wieso, Weshalb, Warum beantworten muss. Außer die Bayern. Sie ist Jüdin und ich bin Moslem. Mensch ist Mensch. I'm a hustler, baby. I'm a hot pussy, no. I'm a hot pussy, baby. I'm a hot pussy, no. I'm a hot pussy, baby.
I'm a hopper, so no. Yeah. Super.